Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind André und Laura und Luna. Und wie ihr wisst, sind wir jetzt das letzte Jahr durch Europa gereist in unserem Van. Und auf einmal kommt halt Corona. Und wir wollen in dem Video jetzt einfach mal erklären, wie es bei uns weitergeht. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir wollen mal anfangen und euch kurz erklären, wie denn eigentlich unser ursprünglicher Plan war, weil da gibt es vielleicht sogar ein paar Überschneidungen. Unser ursprünglicher Plan war natürlich erstmal die Türkei zu erkundigen. Zu erkunden. Wir hatten uns da auch schon einen schönen Plan gemacht, was wir alles sehen wollten. Der ganz ursprüngliche Plan war ja eigentlich bis nach Kappadokien zu fahren, also das ist diese Schlucht, wo diese ganz vielen Heißluftballons fliegen. Den haben wir dann aber aufgrund Lunas fehlender Titer-Testergebnisse haben wir den ein bisschen runtergeschraubt und wollten dann eben nicht so weit ins Landesinnere fahren. Und letztendlich wollten wir sogar irgendwann nur noch bis Istanbul fahren, weil es dann ziemlich knapp wurde alles. Und dann kam Corona. Genau, der Plan war dann weiter zurückzufahren Richtung Bulgarien, dann über Rumänien, Ungarn nach Deutschland. Und das war so unser Plan, weil wir wollten im Sommer eh nach Deutschland kommen. Also wir wollten im Sommer so 6 Wochen Pause machen hier in Deutschland. Wir wollten irgendwie 3 Wochen bei meiner Familie sein, 3 Wochen bei Lauras Familie. Und in der Zeit wollten wir verschiedene Umbauten an Oskar vornehmen, weil wir eben auf der Reise gemerkt haben, was fehlt, was wir besser machen könnten. Und genau, das haben wir auch schon alles geplant gehabt, was wir da machen wollen. Und ja, da sind wir jetzt aber trotzdem erstmal zurückgekommen. Genau, das habt ihr in den letzten Videos gesehen, dass wir diese Sonderfähre nach Italien genommen haben und, und jetzt halt den Transit nach Deutschland gemacht haben. Wie geht es jetzt überhaupt erstmal bei uns weiter, auch bei uns privat? Und das ist eine sehr gute Frage, die wir selbst noch nicht so ganz beantworten können. Und zwar haben wir jetzt keinen so richtigen Plan. Aber wir werden uns jetzt erstmal darum bemühen, dass wir irgendwie Jobs vielleicht finden, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist natürlich jetzt schwierig in der momentanen Situation. Aber wir sind da eigentlich ganz optimistisch, dass das alles schon irgendwie klappen wird. Und ja, wir wohnen jetzt halt erstmal hier bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer. Also da sind wir auch ganz froh, dass wir das hier haben. Ja, dann steht erstmal an, dass wir so ein bisschen den Harz erkunden. Ja. So das Naheliegende. Genau, aber dazu kommen wir gleich. Genau, weil auch viele gefragt haben, ist mit YouTube Schluss? Also wie geht's mit unserem Kanal weiter? Machen wir weiter Videos? Und da können wir sagen, wir machen weiter Videos, auf jeden Fall. Weil wir haben auch Spaß dran und wir haben auch Freude dran gefunden, das zu machen. Und euch gefällt es ja anscheinend auch. Von daher wäre es blöd, jetzt aufzuhören. Genau, wir haben nämlich ziemlich viel vor. Also wir wollen auf einer Seite natürlich die ganzen Umbauten machen. Da planen wir auch schon gerade, wir haben schon die ersten Bestellungen rausgeschickt. Mhm. Da wollen wir ja so bald wie möglich starten. Also wir haben da so ein paar Projekte, die wir auf jeden Fall angehen wollen. Genau, da ist einiges. Also ich glaube, da kommen echt schöne Umbauvideos. Genau. Das ist auf jeden Fall, das werden wir filmen. Und das Zweite, was wir auf jeden Fall machen wollen, weil Lauras Eltern wohnen im Harz. Und wir haben ja so ein tolles Buch, 52 kleine und große Eskapaden im Harz. Genau, also was liegt näher als den Harz zu erkundigen? Zu erkunden. Schon wieder. Zu erkunden. Weil das ist einfach ein wunderschöner Ort, den man mit Finnland vergleichen kann. Und hier können wir auch das ein oder andere Mal. Finnland ist ein bisschen flacher. Ja, das stimmt. Aber so von den Wäldern her ist es halt ja auch wunderschön. Und hier können wir auch das ein oder andere Mal schön die Drohne steigen lassen und schöne Aufnahmen machen. Genau, kurz das Coole an diesem Buch. Das hat meine Mama zum Geburtstag gekriegt und das ist total schön und modern gemacht. Und das ist so aufgeteilt in 4 Stunden Ausflüge, 12 Stunden Ausflüge und 36 Stunden Ausflüge. Und das ist halt irgendwie, voll schön, finde ich voll cool. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Wir wollen auf jeden Fall auch längere Touren mit Oskar machen innerhalb des Harzes. Dass wir eben auch mal 2-3 Tage unterwegs sind, dass es so ein bisschen wieder ans Vanlife rankommt. Genau, müssen wir mal gucken. Und vor allem vielleicht gibt das ja dem einen oder anderen Inspiration für den Sommerheimaturlaub in Deutschland, weil wie es weitergeht, ist halt natürlich ungewiss. Ja. Und das ist auch unser letzter Punkt. Was ist passiert mit unserer Reise? Die ist jetzt auf einmal so schlagartig vorbei gewesen. Und für uns steht eigentlich fest, dass wir schon noch weiter reisen wollen und wieder los wollen. Wir haben eigentlich auch schon einen Plan gehabt, was wir überhaupt machen wollen. Aber das Ganze ist jetzt natürlich erstmal on hold, bis diese ganze Situation irgendwie
ja, bis dann eine Lösung in Aussicht ist, weil es müssen jetzt erstmal wieder die Grenzen offen haben und die Einschränkungen müssen, ja, müssen sich lockern. Und vor allem, ich glaube, das Wichtige ist, dass sie halt auch dauerhaft offen sind, weil ja, es bringt nichts, dass wir, dass vielleicht Schweden oder Norwegen seine Grenzen aufmacht, wir dann sagen, okay, dann fahren wir jetzt dahin und versuchen dort noch ein bisschen was zu erkunden. Und dann ist irgendwie nach einem Monat wieder Lockdown, weil es wieder eine nächste Infektionswelle gibt. Das bringt ja dann auch nichts. Von daher, genau, darum müssen wir jetzt abwarten und wir sehen ja dann. Also wir sind guter Dinge, wir machen jetzt auch das Beste aus der Situation und... Das sowieso. Darum, wir filmen einfach mit. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was euch so interessieren würde jetzt, wenn wir in Deutschland sind. Ob euch auch... Weil vielleicht wird sich dann auch der Kanal ein bisschen wandeln, dass wir mehr... Ja... Mehr Alltag im normalen Leben oder ja, irgendwie mal schauen. Wir werden dann kreativ werden, was wir so Neues auch zeigen können. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall schon wieder drauf, weil ich habe schon ein bisschen Vlog-Entzug. Weil das macht ja doch irgendwie Spaß. Genau, und wir hoffen natürlich, dass ihr dran bleibt, auch wenn wir jetzt nicht mehr in der weiten Welt unterwegs sind. Genau, aber wir haben ja den großen, weiten Harz vor uns. Ja. Erstmal. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben so viele Leute, die wir eigentlich in Deutschland besuchen wollten, auf, ja, unserem Rückweg. Das ist so traurig. Ich hatte schon so eine Strecke ausgearbeitet, wie wir irgendwie alle abklappern können, die wir besuchen wollten. Ja, und dann ging davon nichts. Ja, dann haben wir jetzt bis jetzt noch gar niemanden besucht. Aber naja, es wird irgendwie weitergehen. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach wieder. Ciao. Ciao. Luna, komm doch mal. Tschüss sagen. Luna. Luna. Nein, komm. Komm, tschüss. Komm. Ja, super. So, na komm. Tschüss. Die so, okay, kann ich jetzt bitte wieder gehen? Okay, dann können wir ja jetzt aufnehmen, oder?